Bad Driburg ist ein schöner Ort, gemütlich, ruhig, was mir sehr gut gefällt. Hier sind schöne Gärten, wo man schön spazieren gehen kann. Meine Krankengeschichte fängt damit an, dass ich so vor 10 Jahren ungefähr immer wieder im Lendenwirbelbereich Probleme habe. Ich habe irgendwann mal auch meinen Job nicht mehr ausüben können als Feuerwehrmann aus diesem Problem heraus. Die Menschen sind vielfältig beeinträchtigt. Ja? Die meisten kommen mit ihren Schmerzsyndromen zu uns, ja? Und Schmerzen, die längere Zeit anhalten, die machen erst einmal Angst. Und das versuchen wir hier aufzunehmen und eben durch diese Vielfalt der notwendigen Maßnahmen da sozusagen die Rehabilitanten aufzunehmen und gemeinsam den Weg ans Licht wieder zu gehen. Wir behandeln hier überwiegend Erkrankungen, die auf Verschleiß von Bandscheiben, von Wirbelsäulenabschnitten, von Gelenken, von Sehnen, von Muskeln abhängen. Was ich auch bekomme, ist Hydrojet. Das ist etwas, da käme man nie drauf. Ja, und das tut dem Körper richtig gut. Meine Krankheitsgeschichte ist im Grunde genommen sehr stark getrieben durch einen Herzinfarkt, den ich kürzlich erlitten habe. Einen sehr starken Herzinfarkt. Und im Zuge dessen möchte ich jetzt eigentlich hier wieder fit werden. Eine Stärke ist auf jeden Fall, dass wir keine Trennung zwischen der Orthopädie und der inneren Kardiologie durchführen. Das heißt, wenn ein Mensch zu uns kommt, der aus beiden Fachindikationen ein Krankheitsbild oder Symptome mitbringt, behandeln wir in einem Reha-Prozess beide Erkrankungen. Wir haben in der Abteilung 2 Schwerpunkte. Einmal sind es die Herz- und Gefäßerkrankungen und zum anderen sind es eben auch die Zuckerstoffwechselstörungen. Die Folgen sind oft, dass die Menschen Ängste entwickeln, weil der Alltag ist sehr schwer. Man hat kaum noch Kraft, sein ganz normales Leben zu bewerkstelligen. Und das ist für den einen oder anderen doch ein sehr, sehr großes Problem, wenn sie hier ankommen. Man hat hier in der Klinik die Möglichkeit natürlich, sich unten im Café beispielsweise hinzusetzen, auszutauschen mit anderen Rehabilitanten. Auch viele sportliche Möglichkeiten. Also hier gibt es so einen Outdoor-Parcours, wo man an Geräten arbeiten kann. Man kann größere Spaziergänge machen, walken gehen. Mit der Kurkarte ist man dann auch, darf man in den Gräflichen Park, der ist sehr, sehr schön. Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass wir eine Zuversicht vermitteln und dass wir den Rehabilitantinnen und Rehabilitanten so eine Art Werkzeugkasten anbieten, in dem sie die für sie richtigen Maßnahmen für die Zeit danach auch mitnehmen können. Ich würde Freunden und Bekannten die Klinik auf jeden Fall empfehlen, weil das, was ich bis jetzt erlebt habe, wenn ich überlege, wie ich hier vor 3 Wochen ankam und wie ich jetzt aussehe und wie es mir jetzt geht, kann man wirklich sagen, die Klinik Bad Driburg kann man empfehlen, absolut.